Test fahren will oder sowas, muss ich nochmal schauen. Ja. Weil so die Motivation zum Trainieren ist nämlich nicht mehr so da. Und wenn ich so mitkriege, die anderen Leute aus der Liga sind alle richtig engagiert dabei, so, dann denkst du dir auch so, ja, scheiße. Ja, ich habe Lust auf die EF1, so. Wenn sie denn, zum Beispiel meine Fahrer sind dort, wird man da wieder weiterfahren. EF1? Ja. Von Skyforce. System Racing League oder so ist das. Okay. Ach, und die machen alles mega realistisch, oder was? Ja, ja, auf komplett realistisch quasi. Deswegen habe ich auch kaum Bildschirmanzeigen angehabt. Okay. Weil das ist halt das ganz Coole. Freitagabend ist Training und Qualifying und Samstag ist halt das Rennen. Und die Strecke wird erst zum Freitag ausgelost, also quasi bevor es losgeht. So, deswegen kann keiner vorher trainieren. So, let's go. Und ich habe sogar gewonnen, das erste Rennen, was wir nur 50% abgebrochen haben, weil nichts passiert ist. Also deswegen, das ist halt das, was ganz angenehm ist an der EF1. Du hast einfach keine Chance vorher dafür zu trainieren. Ja. Weil die Strecke gelost wird. Wie es jetzt für die Testtage auch gemacht wird. Wir fahren immer samstags. Ja, Freitag und Samstag. Freitag Training, also 90 Minuten Training bis zu. Und Qualifying, 3 Sessions, wenn genug Fahrer sind. Wir müssen eine und Samstag heute das Rennen. Mein Name ist Shinriko, ich pimmel auf einen Stop. Ist halt okay, ne? Ich beschwere mich über die Regeln, aber nur wenn ich benachteiligt bin. Okay, das war jetzt genug Flame für heute. Ja. Moin. Moin, hallo, mein Name ist Sven und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Shinriko, ich gehe zum Kopf die Bremse. Ich lasse dich durch, denn ich bin fair. Lalala, Shinriko. Ich bin Milano. Oh, ich bin schon wieder zu gut drauf vorhin. Ja, der HSV hat gewonnen. Ja, 3-1. Hat mich gefreut. Heißt, heute gewinne ich auch, klar. In Belgien. Meine super Strecke. Das letzte Mal haben wir uns hier, glaube ich, auf 12-13 qualifiziert. Mal sehen, ob es diesmal besser wird. Ne? Es wird eine Serie von Einladungen geben, falls ich rausfliege gleich. Nice! Da haben meine Reifen gestanden. Ein Glück ist Codemasters F1 nicht realistisch. Sonst würde ich jetzt Brett haben. Also ein HD. Das wäre so geil, wenn es das geben würde. Ne? Ja. Ich fahr 2 Hot Laps, ne? Nur dass du gleich Bescheid weißt. Okay. Alles gut? Nee. Schade. Wartest du jetzt hinten? Ja, ne? Ja. Das gibt war, ein Video. Nein. Das war jetzt natürlich unlucky. Hab gehört, ich fahr einen Stop. Ich aber auch. Vielleicht. Aber wenn ich im Rennen rausfliege, wollte ich eigentlich mal gucken, wie es aussieht mit Stream. Wenn ich das Eye-Tracking noch ausmache. Weil ich quasi Kommentatoren-Sicht streamen könnte. Vernünftig. Aber ich muss gucken, dass ich irgendwie an den ganzen auf Superstar vorbeikomme. Was eigentlich, weißt du, in der EF1 wäre es kein Problem jetzt. Weil das ist ja auch mit realistischen Wagen, ne? So, da könnte ich die beiden McLaren hier vor mir einfach überholen. Das mit realistischen Wagen, echt? Ja. Also am Anfang ist das so. Je schneller man ist, desto schlechter das Fahrzeug, das man bekommt. Damit es am Anfang erstmal fair ist, aber dann gibt es quasi so ein... Der Start wird ein bisschen verzögert, so ein, da der Shinriko sich in der Einführungsrunde bzw. in Kurve 1 gedreht hat. Also das könnte ein bisschen länger dauern. Nicht, dass ihr euch wundert. Und da gibt es dann jetzt quasi so ein Level-System oder, keine Ahnung, ich sammle Punkte für ein besseres Teamsystem. Ja. Wo du mit guten Leistungen deines Teams dich für höhere Teams qualifizierst und dass ihr kurz zu lang sind, dann die besten Fahrer, Mercedes, Ferrari, Red Bull und die schlechtesten von hinten rum. So. Als es für Anfang erstmal ausgeglichen ist und das wird dann halt. Weil es soll halt quasi Formel 1 auch simulieren. Ein bisschen. Okay, KI hat jetzt immer noch bei mir. Let's go. Erstes, zweites, drittes. Ich bin tatsächlich das vierte Auto, stimmt. Oder? Okay, Shinriko, du bist nicht auf Start und Ziel. Du bist im Blanchiment gerade. Also, da ist, glaube ich, was nicht so ganz in Ordnung bei deiner Internetleitung, Shinriko. Oh, du bist gerade niemand gefahren, geradeaus.
Bei mir steht Shiniko im Blanchiment an der Wand. Bei uns auf 1. Auf Position. Gut, wenn das bei euch passt, dann ist das in Ordnung. Dann ist es ein Bug bei mir. Gut, viel Spaß. So, lieber nur in der Ruhestand durchgehen. Ich will nicht wirklich zu zweit nebeneinander fahren. Tobi ist 16. Okay. GameX wird schon 6. Kurze Frage, ist bei euch Shiniko überall auf der 1 oder ist er bei jemandem noch auf Platz 20? Ja, bei mir ist Stickers auf 20. Das kann ich, das weiß ich auch, wo ich nicht sagen. Fuck! Ja, mein Flieger ist jetzt schon mal im Arsch. Okay, danke Fabi. Dadurch, dass du raus bist, passt jetzt wieder alles in der Tabelle. Irgendwie. Ja, mein Rennen ist schon mal gelaufen, ne? So, ich werde der Letzter. Ja, wechsel auf Softs und dann fährst du einfach durch jetzt, ne? Ja, wir sperren es, aber sich bei mir beschwert dafür. So, ich war mein Wald vor ihm. So, da kann er nichts sagen zu. Ja, aber scheiß Dirty Air, ey. Ist kein Grip mehr. Fährst du auch Soft? Ich fahr Soft, ja. Und wo bist du aktuell? 15, direkt vor Tobi. Hab grad einen Fehler gemacht. War der in den Pits oder ist er immer noch super, super Soft? Hä? Ich hab grad... Wofür? Ich hab grad eine Zeitstrafe bekommen. Fürs schlecht fahren. Ich weiß nicht wofür. Ich meine, ich habe die Strafen ausgewendet. Ich weiß nicht, wann ich die bekommen habe, ne? Aber ich habe auf einmal Strafen bekommen. So, das wird eine Strafe sein. Ich weiß nicht warum. So, was habe ich gemacht? Ich bin ja auch gerade früher gebremst, was nochmal. Ich kann Tobi sowieso nicht aufhalten, von daher ist es egal. Also war Tobi immer in den Pits oder was, ne? Ja, der hat auch einen Fehler gemacht. Auch zusätzlich. Ich hab eine Zeitstrafe bekommen, ich hab keine Ahnung warum. Ich war nicht neben der Strecke. Und es ist Ruben. Und es hat geklappt. Ruben ist hinter mir. Jetzt muss ich nur noch 6 Runden mit schlechteren Reifen hinter mir halten. Ja, das wird nix. Aber ich werde ihn das versuchen auch maximal schwer zu machen. Hat er die Session doch nur verlassen, damit er seinen Namen nochmal anzeigen lassen kann, dass mit dir auf seinen Twitch-Kanal geht. Ja, wahrscheinlich. Da war ich auch, glaube ich, schon mal drauf. Ja, ich auch mal ganz kurz, aber offline.
68% sind wir noch nicht auf Start und Ziel. Das wird doch eine ganz lustige letzte Runde. Das Witzige ist ja, mein Reifen ist eigentlich im Arsch. Ich bin trotzdem 16. langsamer als meine schnellste Runde. Ja. Das ist halt so lol. So, der Hinterreifen ist echt rutschig mittlerweile. Wie heißt nochmal die letzte Kurve? Bus Stop. Ja genau, und der Busstop hat er noch einmal eine Chance, mich zu kassieren, wenn er das macht. Respekt. Ja, jetzt hat er mich. Ich habe einen Fehler gemacht. Er auch. Ah! Er kommt trotzdem gut ran. Ich lasse jetzt Busstops nicht mehr anbrennen, dann ist es jetzt nur noch eine Kurve. Auch nichts mehr. Gerettet auf P6. Shiniko, das erste Mal dieses Season nicht auf dem Podium. Das hat er aber mit Absicht gemacht. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das Rennen beende, ohne in die Punkte zu fahren. Darius, P9. P10 Janik, Sender wird noch durchgereicht. P11 Shelby. P12 Shelby war nicht. Jetzt kommt Sven über Start und Ziel. Erstmal. Na, besser als nichts. So. Der nächste ist dann Tobi auf der 14. Dann Manuel, dann Raisin. Gladia wird sein erstes Rennen auf der 17 beenden. Ezan wird 18. Und UDTV ist abgewunken auf der 19. Mikrofon aktiviert. Ich soll dich vom Freund meiner Schwester grüßen. Von deiner Schwester? Vom Freund deiner Schwester? Ja. Ah, Gruß zurück. Ja, richtig, glaube ich, aus. Wieso ist denn das so lustig? Warum ist das so lustig? Weiß ich nicht. Warte, was machst du? Zockst du immer noch? Ja, was denn? Runde 1. Echt? Das zockst du? Ja. In der Liga. Oder Runde 7, Runde 8. Und dann Runde 12. Lul. So. Runde 19. Strafen für Corner Cut. Game Nix. Ach, it's not my day, hatte eh eine plus 3. LOL. Ich war natürlich toll, dass ich das verteidigt habe. Darius eine plus 5. Zeno plus 6.